Cyberpunk gibt es unzählige Waffen und Waffentypen. Wie einige wahrscheinlich wissen, gibt es in eurem Apartment eine Wand, in der ihr 19 der ikonischen Waffen einplatzieren könnt, damit es einfach schön aussieht. Aber diese 19 ikonischen Waffen sind noch längst nicht alle. Insgesamt gibt es 45 ikonische Waffen, die ihr nutzen könnt. Ich bin Crook und in diesem Cyberpunk-Video zeige ich dir, wo du jede einzelne ikonische Waffe findest. In der Videobeschreibung findest du die Zeitstempel für die einzelnen Waffen, falls dir einfach nur einzelne Waffen fehlen oder du eh nicht an allen interessiert bist. Like das Video, wenn es dir gefällt und abonniere meinen Kanal, wenn du Bock auf mehr Gaming-Content von mir hast. Außerdem kannst du mich supporten, indem du Kanalmitglied wirst oder mich auf Patreon unterstützt. Es gibt übrigens noch eine weitere ikonische Waffe, die Death in Texas, die von Maiko kommt, aber diese bekommt man im Spiel nicht, es sei denn, man benutzt irgendein komisches Modul auf dem PC, verstehe ich nicht ganz genau, aber auf Konsole bekommt man diese auf jeden Fall nicht, deswegen ist sie hier in der Liste auch nicht mit drin. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure lieblingsikonische Waffe ist, ob ihr überhaupt ikonische Waffen spielt oder lieber die, die ihr im Spiel findet oder selber craften könnt. Ich beginne mit den ikonischen Waffen für die Waffenwand, gehe danach auf die Waffen ein, die ihr während der Hauptkampagne bekommt und danach auf die sonstigen Waffen oder die, die von Entscheidung abhängig sind. Und zu allerletzt dann noch die Waffen, die es in den Endmissionen gibt. Aber zuallererst beginnen wir mit einer Granate, die zwar nicht als ikonisch gekennzeichnet ist, aber das auf jeden Fall sein sollte. Und zwar ist hier die Rede von Osops Nase. Diese bunte Rauch- und Konfetti-Granate müsst ihr selber herstellen. Die Kosten pro Granate sind zwar ziemlich hoch, aber es ist auch einfach eher ein Spaßgegenstand. Den Bauplan für die Granate erhaltet ihr, wenn ihr Osop besiegt habt. Granatennase Osop lernt ihr kennen, nachdem ihr die Hauptkampagne soweit gespielt habt, bis ihr mit Brigitte im Cyberspace wart. Sein erster kleiner Auftrag für euch ist es, ihn ein bisschen durch die Stadt zu kutschieren, damit er was zu essen bekommt. Wenn ihr ihm dabei geholfen habt, meldet sich Coach Fred später, um euch den Auftrag zu geben, als Teil der Beat on a Bread-Reihe einen Kampf gegen ihn in Pacifica anzutreten. Wenn ihr ihn dort besiegt, bekommt ihr dann die Blaupause für die Osops Nasengranate. Leider müsst ihr natürlich in der Herstellung Level 18 sein, um auch legendäre Items wie diese Granate herstellen zu können. Die erste Wandwaffe ist die ikonische Variante der Overture, und zwar die Archangel. Die ikonischen Perks sind möglicher Schockschaden, Betäuben und auch ein verringerter Rückstoß. Wer so wie ich ein allgemeiner Fan der Overture ist, wird auf jeden Fall seinen Spaß mit dieser Knifte haben. Die Archangel erhaltet ihr beim Abschluss der Mission Like a Supreme. Diese Mission ist Teil der Carry Uridine Questreihe. Diese beginnt damit, dass ihr in North Oak ein Schild angucken sollt und dann Carrie aufsucht, um mit dem den Rest der alten Band wieder zusammenzutrommeln. Beim Gespräch mit Carrie nach dem Tributkonzert bekommt ihr dann automatisch die Archangel. Ihr bekommt sie zunächst in der blauen Variante und müsst sie dann selber noch auf Legendär craften. Die nächste Waffe für die Wand ist die Overwatch. Die ikonische Variante der Grad-Sniper kommt mit eingebautem Schalldämpfer. Ich weiß nicht, wie es auf dem PC ist, aber auf Konsole finde ich das Ziel mit den Snipern in Cyberpunk einfach schrecklich. Und je nach Bild kann ich auf große Entfernung auch einfach andere Waffen benutzen. Die Overwatch ist die Belohnung für die Riders on the Storm Mission. Diese ist Teil der Panam-Quest-Reihe. Es ist dabei unabhängig, ob ihr als Männlein oder Weiblein spielt. Solange ihr Panam dabei helft, Saul zu finden und zu retten, gibt sie euch am Ende der Mission die Waffe. Auch die Overwatch kommt zuerst in der blauen Variante und ihr müsst sie erst selbst hochcraften. Bedenkt dabei immer, dass eure Waffen, wenn ihr sie findet, ein niedrigeres Level haben, wenn ihr euch selbst auf einem niedrigeren Level befindet. Nächster Halt ist die Mox-Schrotflinte. Die ikonische Variante der Carnage-Pumpe hat ordentlich Dampf. Durch die ikonische Variante hat sie eine geringere Streuung, aber eine niedrigere Nachladezeit. Und die ist wirklich saulangsam. Ich habe erst spät im Spiel entdeckt, dass Pumpenspielen wirklich Spaß macht, gerade wenn man den richtigen Bild dafür hat. Die Mox erhaltet ihr nach Abschluss des Pyramid Songs. Pyramid Song ist der letzte Teil der Questreihe mit Judy. Um diese Quest zu triggern, ist es zwar egal, ob ihr Männlein oder Weiblein spielt, aber ihr müsst euch davor in der Mission Pieces, die auch Teil der Judy-Quest ist, richtig entscheiden. Wählt im Gespräch mit den Tigerclaw-Bossen aus, dass ihr euch uneinig seid, aber dass Hiromi weg muss, und nehmt dann das Angebot des Geldes von Maiko nicht an. Judy ist davon zwar nicht begeistert, aber nimmt die Entscheidung an. Nachdem im Spiel etwas Zeit vergangen ist, schickt euch Judy dann eine Nachricht, wo sie euch zu einem See einlädt. Während des Pyramid Songs erfahrt ihr etwas über Judys Vergangenheit.
Wenn ihr als weibliche Wii spielt, könnt ihr hier dann auch ein bisschen Knickknack mit ihr machen. Als männlicher Wii ist es aber deutlich einfacher bzw. schneller, an die Mox ranzukommen. Irgendwann bekommt ihr nach Abschluss der Mission eine Nachricht von Judy, dass sie etwas für euch in ihrem Apartment hat. Wenn das der Fall ist, könnt ihr zu ihrem Apartment und euch dort die Waffe abholen. Problem dabei ist, dass die Gespräche mit ihr sich einfach zeitlich sehr verzögern können. Es scheint nicht zu helfen, wenn man einfach im Menü immer Zeit vergehen lässt, sondern man muss einfach während des Spiels Sachen machen, damit Zeit vergeht. Als weibliche Wii bekommt man erst noch ein Geschenk in das eigene Apartment, was aber nur ein Erinnerungsstück für den Tauchanzug ist. Ich habe es einfach so gemacht, dass ich verschiedene Nebenmissionen, die ich noch offen hatte, beendet habe und gehofft habe, dass ich einfach irgendwann die Nachricht bekomme. Bei meinem Spielstand mit der weiblichen Wii hat es insgesamt über 10 Stunden gedauert, bis ich endlich mal die Nachricht gekriegt habe, dass sie etwas für mich in ihrem Apartment hat. Als männlicher Wii hatte ich noch einige Nebenmissionen offen und habe diese dann erledigt. Und innerhalb von vielleicht einer Spielstunde oder vielleicht sogar weniger, habe ich dann die Nachricht von ihr bekommen, dass ich etwas in ihrem Apartment abholen kann. Was anscheinend funktioniert, aber ich kann es nicht genau bestätigen, ist, wenn ihr einfach in eurem Apartment möglichst oft schlaft. Das zählt dann als Zeitsprung und sobald ihr die Nachricht bekommt, könnt ihr, wie ihr hier sehen könnt, die Pumpe auf dem Tisch von ihrem Apartment abholen. Wir machen weiter mit der La Chingona Dorada oder einfach ausgedrückt mit Jackies Knifte. Diese ikonische Powerpistole hat eine höhere Chance auf Brennen und Betäuben, außerdem eine verringerte Nachladezeit und es steht zwar drin, dass man auch einen weiteren Mod-Slot hat, aber den habe ich zumindest nicht gefunden. Auch wenn ich das Design der Waffe wirklich mag, gibt es einfach bessere Alternativen. Nichtsdestotrotz will man natürlich trotzdem alles haben. Jackies Waffe erhalten wir in doppelter Ausführung nach Abschluss der Heroes-Mission. Dafür ist es allerdings erforderlich, dass ihr beim Abschluss des ersten Aktes Delamain sagt, dass Jackies Überreste an seine Familie übergeben werden sollen. Vor der Trauerfeier sollt ihr ein paar Erinnerungsstücke von Jackie aus der Garage zusammensuchen. Bei Abschluss der Mission bekommt ihr übrigens auch Jackies altes Motorrad. Wundert euch nicht, wenn die Waffe nicht gleich verfügbar ist. Wartet einfach nach Abschluss im Menü 24 Stunden und geht direkt wieder in die Bar. Wenn ihr euch jetzt wieder zu Jackie seinem Traueraltar begebt, findet ihr dort in doppelter Ausführung die beiden Waffen von ihm. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass man sie akimbo-mäßig einfach in beiden Händen halten könnte, aber das funktioniert leider nicht. Die nächste Waffe für das Regal ist die Crash. Diese ikonische Variante der Overtür ist meiner Meinung nach leider einer der schlechteren Varianten. Für mich persönlich ist die Crash die schlechteste der ikonischen Overtür-Varianten. Man hat zwar verringerten Rückstoß und Streuung, wenn man das Autofeuer benutzt, aber um das zu benutzen, hat man eben eine leichte Verzögerungszeit. Das heißt, wenn ihr anvisiert und dann schießt, müsst ihr kurz aufladen. Das dauert zwar nur eine halbe Sekunde, aber mich nervt es unglaublich, weil ich es gewohnt bin, einfach immer zielen, schießen, zielen, schießen, zielen, schießen zu drücken. Die Crash erhaltet ihr automatisch beim Abschluss der Following the River-Mission. Diese bildet das Ende der Rivers Quest-Reihe. Es ist dabei auch egal, ob ihr Männlein oder Weiblein spielt. Er ist zwar nicht an einer romantischen Beziehung mit euch interessiert, wenn ihr als Männlicher spielt, aber die Waffe bekommt ihr trotzdem. Wie bei allen Beziehungsquest-Reihen gilt immer, egal welches Geschlecht ihr spielt, antwortet einfach immer so, dass es dem Gegenüber zuneigend ist. Denn egal, ob ihr eine romantische Beziehung eingehen könnt oder nicht, ihr bekommt zumindest immer die Belohnung. Bei der Crash haben viele das Problem, dass sie das Ausrufezeichen über der Waffe nicht wegbekommen, das heißt, sie können sie nicht in die Wand hängen oder in irgendeinem anderen Lager lagern. Verschiedene Sachen, die ihr dafür ausprobieren könnt, ist es, dass ihr entweder einfach Zeit vergehen lasst oder aber River anruft und alle Gesprächsoptionen mit ihm durchgeht oder mit seiner Schwester redet und auch dort alle Gesprächsoptionen durchgeht. Ich habe einfach mit der Schwester telefoniert und wie gesagt alle Gesprächsoptionen durchlaufen lassen und habe dann immer wieder etwas Zeit vergehen lassen. Irgendwann habe ich diese Nachricht von Riverboard bekommen und nach dieser Nachricht war das Ausrufezeichen der Waffe dann weg und ich konnte sie ins Lager stecken. Mein Problem dabei war aber, dass ich die Waffe noch nicht auf Legendär gecraftet hatte und als ich das dann in der Herstellung gemacht habe, hatte sie das Ausrufezeichen wieder und jetzt weiß ich nicht, wie ich das jetzt wegbekomme. Wir machen weiter mit der Plan B. Das ist die ikonische Waffe von Dexter DeShawn. Diese Waffe hat eine höhere Chance, Bluten auszulösen und schießt die Kugeln nicht aus eurer Munitionsreserve, sondern jeder Schuss kostet euch einfach einen Eddy. Leider ist dieser Waffentyp absolut nicht meins. Ich weiß auch nicht, entweder kann ich damit einfach nicht richtig zielen, aber ich verballer damit immer so viele Schuss und kaum welche davon treffen. Aber zum einen kommt sie einfach in die Waffenwand und zum anderen will man sie halt einfach haben.
Die Waffe von Dex könnt ihr einfach vom Boden aufheben, sobald ihr in Akt 2 eingekommen seid. Am Anfang der Badlands, in den großen Müllbergen, gibt es hier eine Straße, der ihr einfach folgen könnt. Etwas südlich vom Tankstellen-Schnellreisepunkt fahren wir jetzt einfach die Straße so lang entlang, bis es nicht mehr weitergeht. Die Straße ist dann zwar auf der Karte zu Ende, aber wir fahren einfach den Weg immer weiter entlang. Das ist der Weg, aus dem Takemura uns in Anfang von Akt 2 quasi befreit hat. Deswegen fahren wir jetzt einfach so weit zurück, bis wir die Überreste von Dex finden. Am tatsächlichen Ende des Weges angekommen, finden wir jetzt hier die Überreste des Brummers und können ihm seine Waffe abnehmen. Das hatte davon der Vollhorst, uns zu verraten. Wir machen weiter mit meiner Meinung nach einer der schlechtesten ikonischen Waffen, und zwar der Malorian Arms. Während sich Johnny Silverhands Waffe in den Kampagnenmissionen wunderbar spielt, lässt sie sich in der Vision, die wir bekommen, einfach nur wirklich schlecht spielen. Aber wer weiß, vielleicht spielen manche von euch sie ja wirklich gerne. Und es geht außerdem nichts über diese Nachladeanimation, nur ist es mir die einfach nicht wert, damit dauerhaft zu spielen. Johnnys Knarre bekommt ihr automatisch während der Mission Chipping In. Die könnt ihr spielen, sobald ihr Akt 3 erreicht habt, also nach dem Treffen mit Hanako nach der Mission auf den Paradewegen. Denkt dran, Grayson hier erstmal zu verschonen, damit ihr von ihm noch eine Karte bekommt, um Johnnys Auto aus einem Container zu holen. Weiter geht's mit dem Jinshu Maru Katana. Mit diesem Katana hat man eine 100%ige Crit-Chance, während Kerensikov aktiv ist, was nicht so nützlich ist, wenn man mich fragt. Außerdem verursacht der letzte Schlag einer Kombination doppelten Schaden und man macht auch doppelten Schaden, wenn die Gesundheit des Gegners doppelt so hoch ist wie die von einem selbst, was ich nicht wirklich nützlich finde. Trotzdem spielt sich das Schwert hervorragend und gerade für die Leute, die gerne ein Schwertbild haben oder eben mit den Klingen gerne rumschwingen, ist es eine sehr gute Waffe. Die Waffe bekommt ihr ganz einfach nach dem Besiegen von Oda in der Play It Safe Mission, also der Mission, in dem ihr auf die Paradewegen geht bzw. Takemura dabei beschützt, wie er das tut. Dabei ist es auch egal, ob ihr Oda am Leben lasst oder nicht, denn letztendlich lebt er am Ende eh wieder. Das zweite Schwert für die Waffenwand ist das ikonische Satori Katana. Verringert den Grundschaden, aber erhöht den kritischen Schaden erheblich, ist hier nicht untertrieben, denn mit 500% kritischem Schaden und dem richtigen Bild, bei dem man eh mit jedem Schlag einen kritischen Treffer macht, haut man damit einfach unglaublich hohen Schaden raus. Bedenkt, dass bei dem Gameplay im Hintergrund ich absolut keine Aufwertung oder sonstige Skillung drin habe und ihr mit dem richtigen Klingenskill einfach unglaublich Schaden austeilt und schnell unterwegs sein könnt. Das Schwert und auch die ikonische Waffe Kongu erhaltet ihr während der Mission der Coup. Nachdem T-Bug für euch die Scheibe unten geöffnet hat, lauft ihr stattdessen nach oben. Auch hier könnt ihr jetzt eine Tür öffnen, um auf das Dach zu gelangen. Da die Kongu-Waffe erst später in meiner Liste kommt, erwähne ich aber schon hier, dass ihr einfach unten am Nachttisch die Waffe euch einfach mitnehmen könnt. Wer die Waffen während der Hauptmission verpasst hat, für den habe ich unten in der Videobeschreibung einen Link, in dem ich zeige, wie ihr auch nachträglich noch zurück in das Apartment kommt. Nachdem ihr die zwei Trottel auf dem Dach erledigt habt, könnt ihr dann zu dem AV gehen und euch hier das Schwert rausnehmen. Nur an diesen blöden Koffer kommt man einfach nicht ran, was mich bis heute immer noch ärgert. Die letzte Waffe der Waffenwand, die wir nicht selber craften müssen, ist Skippy. Diese Smart-Pistole mit SpongeBobs Stimme macht einfach unglaublich Laune und hat den Vorteil, dass sie sich dem Level von euch anpasst. Das heißt, während ihr eh noch am Leveln seid, könnt ihr die Waffe durchgängig benutzen, ohne sie upgraden zu müssen. Da es bei Skippy einiges zu beachten gibt, gibt's auch dafür in der Videobeschreibung einen Extra-Link, wenn ihr das genauer wissen wollt. Finden tut ihr sie aber in Haywood. Dort findet ihr einen kleinen Ausrufezeichen-Marker. Diese Nebenmission ist der Start der Skippy-Quest-Reihe. Hier liegt die Waffe auf dem Boden und ihr könnt sie euch einfach aufnehmen. Um es kurz zu halten, wählt am Anfang einfach den Kätzchen-Modus, denn nach 50 Kills schaltet die Waffe dann für den Rest des Spiels auf den kalten Killer-Modus um. Wenn die Waffe nun möchte, dass sie wieder zu ihrem Besitzer zurückgebracht wird, sagt einfach nein, ihr behaltet sie. Ab diesem Zeitpunkt könnt ihr sie dann in euer Lager stecken, um die Wand voll zu machen. Auch wenn es im Inventar seltsam angezeigt wird, könnt ihr an diesem Punkt auch die Waffe duplizieren. Dann könnt ihr eine davon in euer Lager stecken und die andere zurück an den Besitzer, an Regina, geben. Weiter geht es mit den Wandwaffen, die wir uns selber erst craften müssen, beginnend mit Comrades Hammer. Dieser Tech-Revolver hat einen einzigen Schuss im Magazin, der dafür aber auch ordentlich Schaden anrichtet.
Mit dem richtigen Handfeuerwaffenbild könnt ihr natürlich auch eure Nachladezeit, die hier relativ langsam ist, noch verkürzen. Im Nordwesten von Santo Domingo findet ihr eine organisierte Verbrechensmission. Dieser blaue Totenschädel markiert euch auch die Stelle, an dem ihr den Boss findet. Je nach eurem eigenen Level dürfte das dann kein Problem mehr sein. Der Boss dieses Nebenauftrags trägt das Schema für Comrade Hammer bei sich. Nachdem ihr alles über den Haufen geknallt habt, könnt ihr ihm dieses Schema dann einfach abnehmen. Da es sich hier eben nur um ein Schema handelt, müsst ihr die Waffe dann selber noch craften. Nächster Stopp auf der Liste ist die ikonische Sovereign. Diese doppelläufige Pumpe schießt immer gleich beide Kugeln raus, solange ihr zielt. Zwar hat sie nur zwei Schuss im Magazin, aber mit dem richtigen Bild könnt ihr die Nachladezeit stark verkürzen. Sie haut einen ordentlichen Damage raus und ist auch auf höhere Reichweiten immer noch sehr effektiv. Wie gesagt, ich habe Pumpen im Spiel lange verschmäht, aber sie machen wirklich Bock zu zocken. Auch das Schema für die Sovereign finden wir von einer organisierten Verbrechensmission. Hier in Westbrook bzw. im Japantown-Teil finden wir etwas weiter im Süden diese organisierte Verbrechensmission. Der Boss davon trägt das Schema bei sich. Je nachdem, wo der Boss hinrennt, meistens in diesem komisch kleinen Hinterareal, könnt ihr ihm dann das Sovereign-Schema abnehmen. Auch dieses ist wieder auf episch, das heißt, ihr müsst es erst wieder auf legendär craften. Grundlegend ist es nicht nötig, alle Gegner zu töten, aber ihr wollt ja eh die Mission abschließen, um die Karte irgendwann mal leer zu kriegen. Wir machen weiter mit der Ba Ching Chong. Dieses Smart-Schrotgewehr ist von Adam Smasher. Es hat ordentlich Wumms drauf und zerfetzt eure Gegner. Und Vorteil wie von allen Smart-Waffen ist es, dass ihr einfach nicht wirklich zielen müsst. Allerdings hat diese Schrotflinte nicht unbedingt die beste Reichweite. Trotzdem ist sie auf mittlere Distanz immer noch effektiv für eine Nahkampfwaffe. Das Schema für Adam Smashers Schrotflinte finden wir in seiner Bootskabine. Um dafür Zugang zu erhalten, müssen wir ihn aber erst einmal besiegen. Egal ob ihr ihn tötet oder nicht, ihr könnt ihm einfach die Zugangskarte abnehmen, solange er am Boden ist. Aber wer lässt diese Pissratte schon gern am Leben? Wenn ihr nach dem Abspann auswählt, dass ihr noch einen Gig machen wollt, habt ihr diese Zugangskarte nun bei euch. Damit könnt ihr jetzt in den nördlichen Teil von Watson, hier im Ebunike-Hafen, wo ihr auch Johnnys Sachen gefunden habt, befindet sich das Schiff, auf dem die Kabine von Adam Smasher sich befindet. Im oberen Stockwerk findet ihr hier eine Tür, die sich davor nicht öffnen ließ, und durch die Zugangskarte könnt ihr diese jetzt aufmachen und Adam Smashers Kabine betreten. Abgesehen von absolutem Schrottloot findet ihr hier unten in diesem kleinen Kasten auch das Schema für die legendäre Ba Ching. Wir machen nun weiter mit der Molon Labe oder Labe, und ich weiß immer noch nicht, wie man sie ausspricht. Die ikonische Variante des Ajax-Sturmgewehrs hat ordentlich Dampf und gehört auf jeden Fall zu meinen Lieblingsautomatikgewehren. Ein Video zu den Top 5 der Automatikgewehre in Cyberpunk aus meiner Sicht findest du auch unten in der Videobeschreibung. Auch dieses Schema finden wir wieder bei einer organisierten Verbrechensmission. Diese befindet sich ganz links am Rand von Pacifica, noch etwas südlich von den Westwind Apartments. Wer schon viel gespielt hat, wird vielleicht einfach gar nicht gemerkt haben, dass er diese bereits im Inventar hat. Ansonsten müsst ihr hier auch einfach nur wieder den Boss platt machen und dieser trägt dann das Schema der Molon Labe bei sich. Weiter geht es mit der Smart Machine Pistole Yinglong. Auch diese Waffe gehört auf jeden Fall zu den Top-Automatikgewehren, denn zum einen braucht man nicht zielen, da es eine Smart-Waffe ist, und das EMP, das es zusätzlich auslösen kann, macht einfach ordentlich Schaden, gerade bei Gegnergruppen. Gerade bei größeren Gegnergruppen kann es höchstens mal passieren, dass einem schnell die Munition mal ausgeht. Und auch dieses Schema bekommen wir wieder von einer organisierten Verbrechensmission, diesmal im Süden von Haywood. In einer kleinen Hintergasse mit Garagen sind hier ein paar Gangmitglieder und der Boss von ihnen trägt das Schema für die Waffe bei sich. Einfach umnieten und ihm abnehmen. Und auch das nächste Automatikgewehr hat es in sich. Wir machen nämlich weiter mit der Psalm 11-6. Die ikonische Variante der Copperhead hat eine erhöhte Chance, Brennen auszulösen. Aber selbst ohne das Brennen spielt sich die Waffe einfach fantastisch und teilt einen unglaublichen Schaden aus. Und wer hätte es gedacht, auch dieses Schema bekommen wir wieder von einer organisierten Verbrechensmission. Diesmal im nördlichen Teil von Watson. Hier in Northside findet ihr das Gang-Symbol. In dem Areal mit ein paar Wassertürmen oder was es ist, macht ihr auch hier einfach wieder den Boss platt und lootet ihm dann das Schema ab. Anscheinend muss man da mal etwas aufpassen, weil dieser Boss gerne mal an der Wand verschwindet. Weiter geht's mit der Powermaschinenpistole Buzzsaw. Obwohl es eine Powerwaffe ist, könnt ihr damit auch durch Wände schießen. Bedingt durch die Feuerrate hat auch die einen sehr hohen Damage-Output auf das Magazin gesehen.
Komme mir gerade etwas blöd vor, weil die meisten davon eben auch in meinem Top 5 Automatikgewehr-Video sind, aber so habt ihr einfach alle ikonischen Waffen auf einem Platz. Manko an der Waffe ist der Rückstoß, den ihr erst einmal kontrollieren können müsst. Und Trommelwirbel, wo bekommen wir das Schema dafür wohl her? Genau, aus einer organisierten Verbrechensmission. Diese ist ein kleines bisschen südlicher als die der Psalm. Hier befindet sich ein Tunneleingang, in dem ein paar Gangmitglieder über Obdachlose herziehen. Unten im Tunnel gibt es dann mehr Feinde und eben auch den Boss. Wenn ihr den besiegt habt, könnt ihr einfach von ihm das Schema mitnehmen. Oder von ihr. Die vorletzte Waffe für die Wand ist die Tech-Sniper Breakthrough. Mit der Möglichkeit, alle möglichen Wände zu durchschießen und dadurch, dass ihr die Gegner als Tech-Waffe ja auch hinter den Wänden seht, könnt ihr hier eigentlich immer ohne Probleme alle eure Sorgen loswerden. Gerade mit kürzeren Visieren spielt diese Waffe sich einfach unglaublich flexibel, obwohl es ein Scharfschützengewehr ist. Da ich kein Fan der Ashura Smart Sniper bin, gehört die Breakthrough auf jeden Fall für mich auf Platz 1 der Sniper in Cyberpunk. Und das Schema für die Breakthrough bekommen wir auch wieder von einer organisierten Verbrechensmission. Diese befindet sich im Süden von Rancho Coronado. Hier feiern ein paar Gangmitglieder eine Party und wir crashen diese. Nachdem die Gang hier für immer eine Siesta macht, könnt ihr dem Schema Breakthrough einfach von der Bossdame hier abnehmen. Und damit kommen wir zur letzten Waffe, um eure Waffenwand voll zu machen. Nämlich der Schrotflinte Headsman. Die ikonische Variante der, ich nehme an, Tactician Schrotflinte, haut direkt 20 Pellets pro Schuss raus. Allerdings schießt sie dafür etwas langsamer. Nichtsdestotrotz macht's wirklich Spaß, mit dieser Waffe rumzuballern. Und macht auch wirklich, wirklich guten Schaden. Gerade für die Vernichtungsbuilds mit den Schrotflinten ist es einfach unglaublich, wie viele Gegner ihr mit einem Schuss treffen könnt und aus welchen Entfernungen und wie schnell ihr euch einfach bewegen könnt. Und auch das letzte Schema für die Waffenwand bekommen wir wieder von einer organisierten Verbrechensmission. Diesmal im Norden von Westbrook. In dieser komischen Forschungseinrichtung oder was auch immer es ist, finden wir den Boss und damit auch das Schema. Ich weiß nicht, ob der Boss immer dieser Roboter ist oder ob er vielleicht ein normaler Mensch wäre, wenn ich mich hier reinschleichen würde, statt mit rauchenden Kanonen einzufliegen. Aber hier könnt ihr dem Boss dann einfach das Schema abnehmen. Und damit habt ihr eure Waffenwand komplett gefüllt. Allerdings bietet das Spiel noch weitere ikonische Waffen, die man entweder nur durch Missionen oder durch bestimmte Entscheidungen bekommt. Diese zeige ich euch jetzt. Wir beginnen mit der Lizzie. Diese ikonische Tech-Pistole gibt eine zusätzliche Kugel pro Schuss ab, das heißt, ihr ballert eh immer direkt zwei Kugeln raus und wenn ihr euren Schuss aufladet, dann sogar vier. Die Waffe spielt sich wirklich einfach und obwohl es eine Tech-Pistole ist, hat sie auch eine sehr gute Handhabung. Einziges Manko ist, dass es irgendwann recht teuer wird, sie abzugraden, weil man sie nicht auf Legendär craften kann, wenn man ein höheres Level erreicht hat. Lizzie können wir in Akt 2 bekommen. Die Waffe befindet sich im gleichnamigen Club. Während der Hauptstory treffen wir uns hier noch einmal mit Judy, um Evelyns Verschwinden zu untersuchen. Auf dem Weg nach oben fängt Johnny ein Gespräch mit uns an. Hier sehen wir die Waffe schon auf dem Tisch liegen, aber erst wenn ihr näher rangeht, wird sie uns dann wirklich angezeigt. Wenn man vergisst, die Waffe hier mitzunehmen, hat man keine Chance mehr darauf, sie zu holen. Ich habe versucht, mich irgendwie nochmal in die Tür rein zu glitschen, aber davon hat nichts funktioniert. Deswegen nehmt sie direkt bei der Mission mit. Wir machen weiter mit der Genjiro. Das ist quasi Skippy auf Crack. Diese Smart-Pistole schießt gleich 4 Schuss auf einmal. Außerdem kann sie bis zu 6 Zielen gleichzeitig erfassen. Sie hat zwar keinen Modus wie Skippy, der nur die Köpfe anvisiert, aber trotzdem macht ihr damit unglaublichen Schaden. Wer ein Fan von Smart-Waffen ist, wird mit der Genjiro unglaublich viel Spaß haben. Die Genjiro kann man sogar zweimal im Spiel erhalten. Einmal bei der Mission Play It Safe. Das ist die Mission, bei der man mit Takemura auf den Paradewegen die Scharfschützen erledigen soll. Zwischen dem ersten und zweiten Scharfschützen soll man dann hier eine Leiter hochgehen. Wenn man stattdessen in diesen kleinen Raum geht, kann man aber mit einer technischen Fähigkeit von 11 in dieses kleine Kämmerchen gehen. Hier findet ihr ein bisschen normalen Loot und eben auch die ikonische Genjiro. An der Seite gibt es noch einen Türcode, aber ich weiß nicht, welcher dieser ist, um die Tür auch zu öffnen. Die zweite Version der Genjiro befindet sich im Arasaka-Anwesen. Das ist hier oben in Westbrook. Dort könnt ihr ganz normal im Freeroam hin oder ihr wartet, bis ihr die Finalmission mit Hanako spielt, wo ihr sie aus diesem Gebäude befreien sollt. Springt einfach mit einem Doppelsprung über den Zaun oder geht an der Hecke hoch, dann geht es auch mit einem normalen Sprung. Ich laufe hier nur schnell durch, hier sind ein paar Gegner, aber an denen gehe ich einfach vorbei. Für die Seitentür braucht ihr technische Fähigkeit auf 7.
Wenn ihr dann hier reinkommt, könnt ihr euch hier die Genji Go vom Tisch mitnehmen. Es funktioniert aber auch ohne die technischen Fähigkeiten. Wenn ihr einfach durch den Haupteingang reingeht, könnt ihr die Tür ganz normal öffnen. Entweder kümmert ihr euch davor um die Gegner oder ihr rennt trotzdem einfach an allem vorbei. Die nächste Waffe auf der Liste ist das Tech-Präzisionswehr Widowmaker. Diese Waffe gibt nicht immer nur 2 Kugeln pro Schuss ab, sondern hat auch eine höhere Chance, Vergiften auszulösen. Es macht einfach wahnsinnig Spaß, als hinterhältiger kleiner Drecksack zu spielen, der einfach die Gegner immer schon hinter den Wänden wegholt. Bedenkt auch hier, dass ich kein Bild spiele und ihr mit dem richtigen Bild wahnsinnig viel Schaden mit diesen Waffen anrichten könnt. Die Widowmaker erhaltet ihr Richtung Ende der Mission Ghost Town. Nachdem ihr mit Panam ihr Auto zurückgeholt habt, wollt ihr nur noch Rache an Nash nehmen. Dieser versteckt sich mit seinen kleinen Freunden in einer Höhle. Wenn ihr hier einfach mal alles ausgemerzt habt, könnt ihr dann ganz in Ruhe von Nash, dem Boss dieser Höhle, die Waffe abnehmen. Das funktioniert übrigens nur während der Mission. Wenn ihr nach der Mission irgendwann wieder zurückkommt, ist die Waffe nicht mehr dort. Und kleiner Tipp am Rande, wenn ihr einfach 24 oder 48 Stunden im Menü wartet und dann wieder in diese Höhle geht, findet ihr an einem Ende der Höhle einen Container, wo ihr ein kostenloses Auto abgreifen könnt. Wir machen weiter mit der absolut unnützen Tech-Pistole Chaos. Diese Waffe hat nach jedem Nachladen eine neue Crit-Chance und einen neuen Bonusschaden, den sie macht. Denn was will man mehr als wirklich inkonsistente Waffen, bei denen man nicht weiß, auf was man sich einlässt? Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber dieser Waffentyp spielt sich einfach schäbig. Egal ob Einzelschuss oder die aufgeladenen Schüsse, die Handhabung der Waffe, den Schaden, den sie macht und alles insgesamt gefällt mir einfach überhaupt nicht. Die Waffe erhaltet ihr, wenn ihr Royce in der Mission die Übergabe tötet. Dabei ist es egal, ob ihr ihn schon tötet, während ihr noch mit ihm diskutiert oder im späteren Verlauf, wenn er in seinem Roboteranzug ist. Solange ihr ihm feindlich gegenübersteht, läuft es darauf hinaus, dass ihr ihn umlegt und seine Waffe bekommt. Wir machen weiter mit der Kongu. Das ist die Nachttischwaffe des kleinen Arasaka-Bengels. Der ikonische Perk ist eine erhöhte Feuerrate und ein geringerer Rückstoß. Die Waffe spielt sich tatsächlich sehr sauber, allerdings ist es einfach nicht mein Waffentyp. Wie bereits beim Satori-Schwert erwähnt, erhalten wir diese ikonische Waffe ebenfalls aus der Mission der Coup. Auf der einen Seite des Bettes ist der Schalter, um den Safe zu finden. Auf der anderen Seite befindet sich unsere ikonische Waffe. Und nochmal für die, die die Waffe vielleicht verpasst haben, nach der Mission gibt es auch noch Wege, um wieder in das Gebäude zu kommen. Und die nächste Waffe ist die stumpfe Waffe Cottonmouth. Diese Waffe verursacht gleichzeitig Chemie- und Schockschaden und kann daher auch gleichzeitig vergiften und Stromschläge auslösen. Abgesehen davon macht sie einen sehr guten Schaden und spielt sich auch wirklich ganz leicht. Der ikonische Schläger gehört Fingers. Während der Mission The Space in Between besucht ihr ihn mit Judy. Hier liegt die Waffe einfach auf dem Bett und ihr könnt sie euch nehmen. Deswegen ist es auch egal, wenn ihr ihm danach verdienterweise die Fresse poliert. Kleiner Tipp hier, geht einfach schon vorher zu ihm, denn dann könnt ihr das zweite Herz kaufen. Das bekommt ihr nicht mehr, wenn ihr ihn in der Mission dann verprügelt oder erledigt. Und das will man aber auf jeden Fall machen. Weiter geht's mit Sir John Felistiff. Da diese Waffe nicht werbefreundlich ist und ich einen Haufen Mühe in diese Videos stecke und mich deswegen freue, wenn ich dann durch die Klicks ein bisschen Kleingeld zusammenbekomme, zeige ich diese Waffe jetzt hier nicht im Detail. Wer aber wissen will, was die Waffe macht und wie gut sie funktioniert, der kann unten in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken. Trotzdem kann ich euch natürlich verraten, wie ihr die Waffe bekommt. Redet vor der Mission die Übergabe einfach mit Meredith Stout und antwortet ihr so, dass sie positiv auf euch zu sprechen ist. Gebt dann bei der Übergabemission Royce den infizierten Chip oder überwältigt ihn einfach so. Das sorgt dafür, dass Meredith Stout euch am Ende der Mission empfängt. Antwortet ihr dann so, dass es eine gute Zusammenarbeit war und ihr euch auf eine Zukunft freuen könntet. Schaut dann einfach mal in eure Nachrichten, hier könnt ihr dann antworten, schade, ich wollte mir noch dein Tattoo genauer angucken. Dabei ist es übrigens egal, ob ihr Männlein oder Weiblein spielt, es funktioniert mit beiden Geschlechtern. Daraufhin lädt sie euch dann in ein Motel ein. Nach ein bisschen Schnickschnack gibt's hier ein bisschen Knickknack und danach könnt ihr euch die Waffe mitnehmen. Die letzte Waffe, die man in den normalen Hauptmissionen bekommt, ist der Cocktailspieß. Ich glaube, das ikonische Perk ist einfach, dass die Waffe pink ist. Das heißt, wer auf pinkes Zeug abfährt und gerne mit Katanas spielt, wird damit wahrscheinlich seinen Spaß haben. Was die Stats betrifft, gibt es natürlich bessere Alternativen, aber zum einen will man alles haben und zum anderen will man ja auch einfach ein bisschen Spaß. Während der Mission Automatic Love sollt ihr euch irgendwann in den hinteren Bereich des Cloud Clubs schleichen, um den Boss dort zu finden. Wenn ihr aber statt direkt dorthin zu gehen, erst in den, ich nehme mal an, VIP-Raum lauft, seht ihr hier eine kleine Tür hinter der Glasscheibe.
Hier findet ihr Hinweise auf Evelyn und eben auch ihren Cocktailspieß. Auch diese Waffe kann man, glaube ich, nur mitnehmen, wenn man es während der Mission macht. Danach kommt man nicht mehr rein oder wenn man sich reinglitscht, kommt man nicht mehr raus. Wobei ich jetzt gerade überlege, dass es, glaube ich, irgendein kleines Seitenfenster gab. Da kann es sein, dass ihr da vielleicht sogar im Nachhinein nochmal reinklettern könnt. Kommen wir jetzt zu den Waffen, die nicht wirklich an Missionen geknüpft sind. Beginnen wir mit dem Problem Solver. Die ikonische Variante der, ich weiß nicht, Saratoga-MP oder wie sie heißt, schießt mit bis zu fast 1000 Schuss pro Minute. Es ist zwar witzig zu sehen, wie schnell eure Munition da flöten geht, aber die Waffe spielt sich einfach sehr schwer. Ich habe einen Mod drauf, dass ich keinen vertikalen Rückstoß habe, aber auch der horizontale Rückstoß ist ziemlich nervig. Nichtsdestotrotz ist es eine witzige Waffe, vor allem einfach mal irgendwo volle Kanne reinzusprayen. Und oftmals ist es auch so, dass nach 85 Kugeln einfach immer noch ein oder zwei Gegner nicht tot sind. Den Problem Solver bekommen wir aus der Shivan Wrath Festung. Beziehungsweise ihrem komischen kleinen Lager hier. Das könnt ihr entweder während der Mission Riders on the Storm machen, aber ihr könnt auch im Free Roam einfach dorthin. Irgendwo im Eingangsbereich läuft hier ein dickerer Gegner rum, der dann sogar zwei der Waffen bei sich trägt. Bei mir hatten übrigens beide Versionen die gleichen Stats, deswegen weiß ich nicht, ob es ein Fehler ist oder ob es einen Sinn machen soll, dass er eben zwei Varianten davon bei sich trägt. Wenn ihr übrigens lautlos hier durch die Festung schleicht, dann müsst ihr gucken, dass ihr den Gegner eben auch findet. Weiter geht's mit der Why Did We Stand. Dieses Smart-Sturmgewehr ist unglaublich gut. Man erfasst bis zu 5 Ziele gleichzeitig und hat eine hohe Chance, Vergiften auszulösen. Mit dem richtigen Gewehrbild ist das Vergiften aber völlig egal, weil ihr eh alles mit einem Schuss wegballert. Es gehört auf jeden Fall zu meinen Lieblingsautomatikgewehren und ihr findet unten in der Videobeschreibung bei meinem Top 5 Video auch noch eine genauere Beschreibung. Die Waffe erhaltet ihr bei der Mission Stadium Love am südöstlichen Rand von Rancho Coronado. Hier feiern die Sixers eine Party und ihr könnt daran teilnehmen. Eine Möglichkeit ist es, ihr alkoholreiches Schießspiel mitzumachen. Hier müsst ihr bei 4 Etappen verschiedene Ziele abschießen. Wenn ihr diesen Wettbewerb gewinnt, bekommt ihr dann am Ende auch die Waffe. Welche Methode ihr benutzt, scheint aber keine Auswirkung auf den Rest des Spiels zu haben. Die zweite Alternative ist etwas komplexer. Ihr knallt einfach die Idioten ab, nehmt euch die Waffe und verschwindet aus dem Gebiet. Die nächste Knifte ist die Apparition. Diese Knifte ist ähnlich wie die Chaos, meiner Meinung nach ziemlich unnütz. Man bekommt eine verbesserte Feuerrate, Nachladezeit und auch erhöhten Schaden, wenn man kritisch verwundet ist, aber das bin ich einfach nie. Und zum anderen ist es eben wieder dieser Waffentyp, den ich einfach gar nicht leiden kann. Aber wie wir wissen, haben ist haben. Die Waffe bekommen wir in der Nebenmission Warpix. Diese kann man nur spielen, wenn man als Konzerner spielt. Denn mein Homeboy Frank the Tank hier ist ein alter Kollegenhase von Arasaka. Bei ihm lief anscheinend nicht so und wenn wir ihm das dann auch noch unter die Nase reiben, dann will er Beef mit uns und kassiert natürlich. Und da Frank the Tank jetzt in ein anderes Afterlife geht als wir, können wir ihm danach seinen kalten toten Händen die Apparition entnehmen. Schreibt mir übrigens gerne in die Kommentare, wenn ihr von Waffen wisst, die man nur als Nomade oder nur als Street Kid bekommen kann. Weiter geht's mit der Powerpistole Dying Knight. Die ikonische Variante der, ich glaube, Unity erhöht den Schaden von Kopfschüssen um 50% und verringert die Nachladezeit. Diese Waffe spielt sich unglaublich sauber. Ich habe sie ehrlich gesagt noch nie wirklich benutzt, weil ich sie im ersten Durchgang relativ schnell gelöscht habe, weil ich nicht wusste, was ikonische Waffen sind und danach einfach andere Waffen immer bevorzugt habe. Die Dying Knight können wir erholen, sobald wir das erste Mal unser Apartment verlassen können. Man kann sie natürlich auch wesentlich später abholen, was eigentlich sogar schlauer ist, weil die Waffe dann natürlich höher ist. Aber rein theoretisch könnt ihr direkt bei Start des Spiels zu Wilson gehen und euch sein Inventar anschauen. Hier seht ihr dann die Dying Knight und könnt sie kostenlos erwerben. Und ich muss sagen, dass mir die beim Testen wirklich gefallen hat und ich wahrscheinlich mal mehr damit spielen werde. Nächste Waffe auf der Liste ist die Fenrir. Diese Power-MP hat zwar einen stärkeren Rückstoß nach oben, aber ist dafür im Rückstoß nach links und rechts, also die normale Streuung, reduziert. Und mit 20% Chance auf Brennen setzt man eigentlich jedes Ziel in Brand. Die Waffe macht auf jeden Fall wahnsinnig Spaß und der Vorteil ist, dass man sie schon relativ am Anfang des Spiels bekommen kann. Auch wenn sie für den späteren Verlauf des Spiels dann vielleicht nicht mehr ganz so stark ist, ist es trotzdem eine gute Waffe, wenn man eben Fortschritte im Spiel macht. Die Fenrir erhalten wir während der Nebenmission Losing My Religion. Diese befindet sich im Norden von Watson bei den Northside Docks bzw. diesem kleinen Markt. Vielleicht ist es erst als Fragezeichen markiert, aber wenn ihr euch der Position nähert, findet ihr den Mönch und startet die Nebenmission.
In einer Containerhalle sollte sein Bruder von ein paar bösen Buben befreien. Und nebendran finden wir unsere ikonische Waffe. Weiter geht's mit der O5, ein Power-Scharfschützengewehr. Wie bereits erwähnt, ich bin kein großer Fan der normalen Scharfschützengewehre, weil einfach das Zielen auf Konsole irgendwie seltsam ist. Man hat einen viel zu hohen Rückstoß und es zielt auch immer automatisch irgendwo hin, selbst wenn ich einen ganz neuen Controller benutze. Die O5 benutzt anscheinend explosive Spitzgeschosse, wovon ich aber nicht wirklich was gemerkt habe. Also meine Waffe ist es nicht, aber wer sie ausprobieren will, kann sie sich gerne holen. Die Waffe erhaltet ihr als Belohnung der Beat on the Bread Quest Reihe in Arroyo. Es ist dabei egal, ob ihr während des Gesprächs die Waffe erwähnt oder nicht, oder ob ihr mit dem kleinen Einsatz einsteigt oder mit mehr. Denn sobald ihr ihn besiegt habt, muckt er eh nochmal auf. Wenn ihr ihn danach erledigt, könnt ihr euch einfach die Waffe nehmen. Ich meine, ich würde die Waffe vielleicht sogar nutzen, wenn ich zumindest noch einen Schalldämpfer draufpacken könnte, aber auch das geht leider nicht. Da geht es mit dem Stachel. Dieses kleine Messer hat sich zu einem meiner Lieblingsnahkampfwaffen entwickelt. Selbst ohne Mods hat es bereits eine Chance von 50% auf Vergiften. Gerade für Leute, die ein Stealth-Build spielen, wo Vergiften eh nochmal besser gemacht ist bzw. stärker ist, lohnt sich diese Waffe einfach wirklich sehr. Natürlich sehen die Angriffe mit Schwertern meistens cooler aus als mit den Messern, aber mir macht es wirklich Spaß, so durch die Gegend zu rennen und ein bisschen rumzuschnetzeln. Das Messer erhalten wir als Belohnung aus der Nebenmission I'll Fly Away. Diese sollte im Normalfall getriggert werden, wenn ihr Riders on the Storm beendet. Mitch sollte euch dann schreiben, dass bald die Beerdigung von Scorpion stattfindet. Allerdings kann es auch passieren, dass das etwas verbuggt ist, was bei mir zum Beispiel auch der Fall war. Denn Mitch hat sich einfach Ewigkeiten nicht bei mir gemeldet. Ich habe dann einfach noch den nächsten Schritt der Quest von Panam gemacht, A Little Help with My Friends, und danach konnte ich die Mission starten. Allerdings wurde sie mir immer noch nicht auf der Karte angezeigt und ich habe auch immer noch keine Nachricht von Mitch bekommen. Aber nach der Mission bin ich einfach zu den Grabstätten gelaufen. Ich wusste aus einem anderen Speicherstand, dass ich hier die Mission starten konnte und wie ihr jetzt auf der Karte sehen könnt, ist, sobald ich nah genug dran war, auch die Mission markiert und jetzt kann ich mit Mitch sprechen. Im Übrigen war Mitch nicht an dieser Stelle, als ich die davorige Mission abgeschlossen habe. Und noch eine Info, die nächste Quest der Reihe, Queen of the Highway, dürft ihr nicht beenden oder ich glaube auch nicht mal starten, weil dann das alte Kaldos-Lager umzieht und ihr dann nicht mehr die Möglichkeit habt, diese Mission hier zu starten. In der Mission fahrt ihr einfach Scorpion und sein Auto von einer Klippe runter, um ihn somit ehrenvoll zu beerdigen. Aus Dank gibt euch Mitch noch Scorpions alte Figur, die ihr in V's Apartment am Fenster platzieren könnt. Passt aber auf, dass wenn ihr die Figur platziert, das Messer aus eurem Inventar verschwindet. Das heißt, packt das Messer zuerst entweder in euer Lager oder in irgendeinen Autokofferraum. Dann könnt ihr die Scorpion-Figur abstellen und euch die Waffe wieder aus dem Lager oder Kofferraum rausnehmen. Weiter geht's mit Dannys vergoldetem Baseballschläger. Das Ding hat einfach eine 100%ige Chance, Bluten auszulösen. Und da ich eh ein Fan davon bin, mit den Nahkampfwaffen durch die Gegner zu rennen und alles umzuknüppeln, gefällt mir diese Waffe ganz besonders. Auch dass er so golden ist, gefällt mir persönlich sehr gut, obwohl meine Charaktere in Spielen eigentlich immer wie Obdachlose rumlaufen. Auch wenn der Straßenschläger-Skillbaum nicht die besten Sachen bietet, macht es trotzdem wahnsinnig Spaß, einfach im Nahkampf alles umzunieten. Den goldenen Prügel erhaltet ihr bei Abschluss der Second Conflict Mission. Diese ist Teil der Carry Uridine Questreihe. Hier trommelt ihr Johnnys alte Band zusammen und sollt nun am Ende entscheiden, ob Henry oder Danny mitspielen soll. Dabei ist es auch egal, wie ihr euch entscheidet, den Baseballschläger bekommt ihr so oder so. Weiter geht's mit dem Elektrostab Tinkerbell. Und ich bin mir sicher, Peter Pan hätte mit dem Ding mehr Spaß gehabt als mit seiner kleinen. Man hat zwar die Chance, mit schweren Angriffen sofort Bewusstsein auszulösen, aber mir ist es eigentlich relativ egal. Man kann damit einfach, weil ich eh meistens immer die schnellen Angriffe benutze, trotzdem alles niederprügeln, was einem in den Weg kommt. Ich muss ehrlich sagen, dass ich diese Waffe im ersten Spieldurchlauf komplett verpasst habe. Tinkerbell findet ihr nämlich während der Mission The Hunt. Diese Mission ist Teil der Riverward Quest-Reihe. Auf der Suche nach seinem Neffen kommt man irgendwann hier auf diesem Farmgelände an. Da die Gebäude nach der Mission von der Polizei abgesperrt sind, hat man danach keine Möglichkeit mehr, sie zu betreten, deswegen muss man es während der Mission machen. Da meine Aufnahme hier übrigens saudunkel war, musste ich das alles ein bisschen nachbelichten. Erledigt einfach irgendwie die Geschütze, damit die euch nicht über den Haufen ballern. In das Haus kommt ihr durch mehrere Möglichkeiten rein. Ihr könnt entweder einfach hier durch die Seitentür gehen und wenn die aus irgendeinem Grund verschlossen sein sollte, könnt ihr auch auf der Rückseite über das Dach rein. Im zweiten Obergeschoss findet ihr dann hier eine Art Büro.
Man konnte es vielleicht auch schon von draußen sehen, aber hier gibt es etwas, das man scannen kann, nämlich die Tür zu einem geheimen Raum. Wenn ihr das Kabel dazu einfach scannt, wird euch auch angezeigt, mit was die Quelle verbunden ist. Unter dem Schreibtisch befindet sich nämlich ein Schalter und wenn wir diesen betätigen, geht die Wand zu unserer Seite auf. Hier im Raum finden wir jetzt Kleinscheiß und eben auch die Tinkerbell. Die nächste Waffe auf der Liste ist das Skalpell. Dieses Katana erhöht den Schockschaden und wenn Sandevist dann aktiv ist, erhöht sich eure kritische Trefferchance um 50%. Da diese Waffe bei mir bereits 60% hat, ist damit mit Sandevist dann auf jeden Fall jeder Treffer ein kritischer Treffer. Aber selbst standardmäßig, die 60% sind schon stark. Und das ist vor jeglichen Bilddingern. Wie ihr im Hintergrund sehen könnt, ist mein Klingenlevel gerade mal auf 4. Es ist zwar eine äußerst solide Waffe für Klingenbilds, aber ich denke, es ist eher was, das man einfach nur für seine Sammlung haben will. Das Skalpell erhalten wir als Belohnung für die Nebenquest Big in Japan. Diese erhalten wir von diesem kleinen unseriösen Typen, der im Afterlife unten an der Wand gegenüber von Rogue rumsteht und euch anquatscht. Für ihn sollt ihr hier am Kabuki-Ufer diesen Top-Chirurgen einsacken und ihm vorbeibringen. Wenn ihr den Doktor dann bei Dennis abgegeben habt, könnt ihr euch hier an der Seite einfach das Schwert mitnehmen. Das letzte ikonische Schwert ist das Tsumetogi. Mit einer 30%igen Chance auf Stromschläge ist das eigentlich ziemlich nice. Das einzige Problem bei diesen Schockschäden oder Verbrennungsschäden ist einfach, wenn man ein richtiges Bild hat, dann sind die Gegner eh schon tot, bevor dieser Schaden überhaupt eintritt. Nichtsdestotrotz, für einen Sammler oder jemand, der eine Auswahl von Schwertern will, gehört es einfach dazu, alle zu haben. Das Tsumetogi erhaltet ihr während der Quest Pieces oder Piecekiss, ich weiß es nicht, während der Judy-Quest-Reihe, wo ihr mit Maiko das Clouds übernehmen wollt. Welche Entscheidung ihr dabei trefft, ist für das Schwert an sich egal. Aber bedenkt, dass wenn ihr Maiko tötet oder ihr Geld annehmt, Judy sauer auf euch ist und ihr mit ihr entweder keine Romanze anfangen könnt oder nicht so mit ihr befreundet sein könnt, dass ihr die Mox von ihr bekommt. Weiter geht's mit der Shingen Mark V. Ich bin zwar eigentlich kein Fan von den Burst MPs, aber die macht einfach Spaß. Zum einen nimmt sie gleich drei Ziele gleichzeitig ins Visier und jeder Burst reicht eigentlich aus, um einen Gegner zu töten. Auch auf höhere Reichweiten funktioniert die Burst MP immer noch 1A. Waffe befindet sich in einem Container innerhalb des Arasaka Industrieparks. Hier könnt ihr zwar auch während der Mission mit Takemura hin, aber ihr könnt auch einfach zum Schnellreisepunkt und reinlaufen, wenn ihr einfach im Free Roaming seid. Geradeaus beim Tor ganz durch findet ihr auf der rechten Seite ganz hinten einen Container. Vorsicht, der ist von einer Mine geschützt. Und hinten dran findet ihr dann einen Koffer, wo ihr die Shingen Mark V entnehmen könnt. Es wäre übrigens nice, wenn ihr mir ein Like da lasst, weil da einfach wirklich viel Arbeit drin steckt. Und wir machen hier weiter mit der Doom Doom. Die ikonische Variante des Nova Revolvers schießt 4 Kugeln gleichzeitig ab. Auch wenn man mit der Waffe vielleicht nicht ganz so präzise schießen kann, ist es oftmals gar nicht nötig, weil ihr der Schaden einfach so unglaublich hoch ist. Doom Doom erhalten wir im späteren Verlauf des Spiels von Dum Dum, diesen Typen hier genau vor uns. Dazu muss dieser die Mission die Übergabe überleben. Das heißt, entweder müsst ihr ihm helfen, den Angriff gegen Militech zu verteidigen, oder ihr bezahlt einfach gleich mit eurem eigenen Geld, damit es überhaupt nicht zu einem Angriff kommt. Wenn ihr die Version habt, in der Militech überfallen wird, müsst ihr euch keine Sorgen um Dum Dum machen. Ballert euch einfach den Weg durch und solange er am Ende noch lebt, und ich glaube es geht auch gar nicht, dass er stirbt, habt ihr soweit alles richtig gemacht. Jetzt muss man als nächstes die Story so weit gespielt haben, bis man in Akt 3 ankommt. Das heißt, ihr habt mit Hanako im Hotel geredet und könnt jetzt die Mission Chipping In machen. Nach etwas mehr Spielzeit oder der Mission mit Rogue beim Kinoabend habt ihr nun die Nebenmission Holding On freigeschaltet. Hier geht's darum, Cary Uridine zu treffen. Mit dem wollt ihr nun die alte Band wieder zusammentrommeln. Und Teil dieser Mission ist es, Nancy Bass zu finden, die ihr dann im Totentanz findet. Da Dum Dum im Lagerhaus überlebt hat, begrüßt ihr euch hier jetzt im Totentanz. Weiter oben könnt ihr dann mit Royce sprechen, dass ihr Nancy eben braucht. Sollte an der Tür Patricia auf euch warten statt Dum Dum, dann habt ihr irgendwas falsch gemacht. Von der bekommt ihr zwar eine Quasar-Tech-Revolver-Waffe, aber die kann man sich letztendlich auch selber craften. Aber sobald Royce noch hier oben ist, könnt ihr mit Nancy sprechen und ihr klar machen, dass hier kein sicherer Weg rausgeht. Dann heißt es nur noch Waffe raus und alles niedermähen und unser Dum Dum hier lässt dann die Doom Doom für euch fallen. Ein etwas detaillierteres Video über die Doom Doom findet ihr übrigens auch unten in der Videobeschreibung. Und für den letzten Abschnitt kommen wir nun zu den Waffen, die ihr lediglich aus den Finalmissionen bekommen könnt. Hierbei beginnen wir mit dem Ende, in dem Rogue und Johnny den Arasaka Tower gemeinsam überfallen.
Dafür müsst ihr die Chipping-In-Mission beendet und den Kinoabend mit Rogue verbracht haben. Hier tüftelt ihr zum Anfang einen Plan aus, wie ihr die Mission angehen wollt, und auf dem Vorbereitungstisch findet ihr dann die ikonische Prejudice. Die ikonische Variante des Masamune Burst-Sturmgewehrs gibt panzerbrechende Projektile ab. Allerdings ist das Problem, dass man diese Waffe auch nur in dieser Mission benutzen kann. Wenn ihr nach den Credits auswählt, weiterzuspielen, ist diese Waffe aus eurem Inventar verschwunden. Die Masamune gehört auf jeden Fall zu meinen Lieblingsautomatikgewehren. Und inzwischen wurde mir auch in den Kommentaren verraten, dass es die Blaupause bzw. die Waffe zu kaufen auch beim Waffenhändler in Vista del Rey gibt. Da ist es schade, dass die ikonische Variante dadurch leider nutzlos wird. Die zweite Waffe, die wir uns während des Rogue und Johnny Finales holen können, ist der legendäre Spaten Caretaker. Diesen Spaten des Pedels, der eine Anspielung auf die Witcher-Spiele ist, findet ihr direkt nach dem Flugzeugabsturz. Da es als Hammer zählt, ist die Angriffsgeschwindigkeit recht langsam, haut aber dafür ordentlich rein. Und wie ihr sehen konntet, habe ich die Waffe mit knapp 2000 SPS bekommen. Allerdings sind diese Werte nicht ganz problemfrei. Allerdings ist bei dieser Waffe bei mir auch ein Problem aufgetreten. Ich habe die Mission beendet und bin dann wieder vorne rein eingestiegen. Aber hier hatte die Waffe jetzt auf einmal nicht mehr knapp 2000 SPS, sondern stattdessen unglaubliche 177. Nice! Und da die Waffe bereits auf legendär ist, ist es einfach unglaublich teuer, selbst für mich, der sich einen Haufen Materialien gesammelt und Anführungszeichen gesammelt hat, diese Waffe komplett aufzuleveln. Klar gibt es die Hoffnung, dass sowas mal in einem zukünftigen Update gepatcht wird, aber da glaube ich erst dran, wenn ich es sehe. Die dritte Waffe, die wir im Finale von Rogue und Johnny bekommen können, ist Rogues Waffe Pride. Er hat anscheinend eine höhere kritische Trefferchance und höheren Kopfschussschaden, aber ich kenne Waffen des gleichen Typs, die bessere Werte haben. Aber abgesehen davon, dass dieser Waffentyp eh nicht meins ist, weil es sich einfach seltsam spielt, keine Ahnung warum, ist es eine Waffe, die man vielleicht einfach nur haben will, um sie zu haben. Um es mal etwas spoilerfrei auszudrücken, nachdem wir Adam Smasher besiegt haben, können wir Rogues Waffe einfach vom Boden aufheben. In den Flammen vor der Tür, durch die wir reingekommen sind, könnt ihr hier ihre Waffe aufheben. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich in irgendeinem anderen Durchlauf das gleiche gemacht habe, aber die Waffe, nachdem ich die Credits gesehen hatte, nicht behalten habe. Aber wenn jemand irgendeine Lösung weiß, wie ich die Prejudice, also das Burststurmgewehr, behalten kann, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Und damit kommen wir zur letzten ikonischen Waffe, die ihr in Cyberpunk erhalten könnt. Und an der Stelle auch nochmal eine kleine Bitte, like doch einfach das Video, wenn es dir gefällt oder dir geholfen hat. Was mir auf jeden Fall gefällt, ist eben diese letzte ikonische Waffe. Dabei handelt es sich um den Power Revolver Amnesty. Die ikonische Modifizierung der Waffe sorgt dafür, dass man eine unglaubliche Feuerrate, Handhabung und Schusskraft hat. Eine richtige Wilder Westen-Knarre. Nicht nur, dass es eine Variante der Overtür ist, die eh meiner Meinung nach die beste Handfeuerwaffe ist, sie schießt auch noch schneller als die Vollauto-Crash-Overtür. Ich glaube, ich würde nie eine andere Waffe spielen, wenn es dabei nicht ein kleines Problem geben würde. Man kann die Waffe nicht behalten. Nach Abschluss dieser Endmission ist die Waffe einfach weg. Und ich habe alles Mögliche versucht, wie ich sie vorher irgendwo lagern könnte oder aus dem Gebiet ausbrechen könnte, um sie dann irgendwo wegzulegen. Aber auch das geht nicht, weil sie ein Ausrufezeichen hat und ich das nicht wegbekomme, also kann ich sie eh nicht lagern. Ich habe eigentlich keine Erwartungen an das neue Update. Aber wenn, dann kümmert euch bitte darum, denn ich will diese Waffe und ich will sie immer spielen können. Den Amnesty Revolver könnt ihr nur während der finalen Mission mit Panama halten. Dazu müsst ihr ihre Questline komplett beendet haben und auch so, dass sie euch noch mag, egal ob ihr Mann oder Frau spielt. Von den Aldecaldos bekommt ihr hier die Aldecaldo-Jacke. Und bei nächtlichem Speis und Trank bereitet man sich hier auf die morgige Mission vor. Hier habt ihr jetzt danach optionale Ziele, mit verschiedenen Leuten aus dem Aldecaldo-Lager zu reden. Die Mission wird dann fortgesetzt, wenn ihr zu Panam geht und sagt, dass ihr bereit seid. Aber davor begeben wir uns jetzt auf die Suche nach Cassidy. Hinter diesem komischen Barwagen, vor dem Dakota Waffen und Munition verschenkt, findet ihr Cassie beim Flaschenschießen. Und damit meine ich jetzt nicht Kreisliga, sondern ich meine tatsächlich, er schießt auf Flaschen. Damit wir die Amnesty von ihm erhalten, müssen wir nun 12 der 15 Flaschen innerhalb von kürzester Zeit abballern. Speichert auf jeden Fall davor ab, denn ihr habt nur einen Versuch. Wenn ihr es nicht schafft und nicht gespeichert habt, müsst ihr entweder weiter zurücksetzen oder eben ohne die Waffe fortfahren.
Das Bild musste ich hier wieder etwas nachbelichten, weil es einfach zu dunkel war. Ich weiß nicht, bei den dunklen Szenen ist meine Capture Card irgendwie nicht richtig eingestellt, glaube ich. Und ich sage euch, auf Konsole diese Challenge zu machen, ist widerlich. Die Waffe schießt und zielt einfach nicht richtig dorthin, man hat keine Anvisierungshilfe und gar nichts. Und das macht es meiner Meinung nach eigentlich relativ unmöglich, das zu schaffen, ohne sich stundenlang abzufacken. Da ich absolut kein PC-Zocker bin, kann ich euch nicht sagen, ob das auf dem PC leichter ist. Auf Konsole war es für mich auf jeden Fall die Hölle. Aber Onkel Kroko hat hier noch einen kleinen Trick für euch, der das Ganze etwas leichter gestalten dürfte. Und zwar nehmt ihr euch, bevor ihr losballert, einfach irgendeine Waffe, mit der ihr gut umgehen könnt, oder ein Sturmgewehr, mit dem es noch leichter ist, und legt es vorne an die Linie, von der aus die Schießerei losgeht. Jetzt stellt ihr euch, wenn er anzählt, so hin, dass ihr die Waffe dann direkt ausrüsten könnt. Also bei mir ist es auf PlayStation einfach mit Dreieck. Ich nehme an, auf Y mit der Xbox und auf R vielleicht am PC. Und sobald sein komischer Ladebalken anfängt, die Zeit runterzuzählen, nehmt ihr die Waffe auf und zerschießt einfach damit die Flaschen. Und wie ihr sehen könnt, müsste eigentlich noch irgendwo eine ganz große Flasche stehen. Ach ja, wenn ich in den Spiegel gucke, denn selbst mit diesem MG verhaue ich hier einige Schüsse. Aber so ist mir das immer noch lieber als das letzte Mal, an dem ich 3 Stunden knapp dran saß, um das mit der Handfeuerwaffe zu schaffen. Und das für eine so geile Waffe, die ich dann nicht mal behalten durfte. Und damit wären wir dann aber am Ende von der Liste, wie ihr alle ikonischen Waffen bekommt. Und mal so als kleiner Test, um mal zu sehen, wer die Videos an diesem Punkt überhaupt noch schaut, schreibt einfach mal ganz erwachsen sowas wie Nice und 69 unten in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich aber, dass ich euch mit dieser Liste helfen konnte. Wenn ja, dann helft auch mir und lasst ein Like da und abonniert den Kanal, wenn du Bock auf mehr Gaming-Content von mir hast. Schreibt mir Fragen und Anregungen einfach runter in die Kommentare. Ansonsten war's das aber erstmal von mir. Ich sag wie immer, vielen Dank fürs Reinschauen, bis nächstes Mal, ciao!